Moin Leute, heute bin ich in Bremen, besser gesagt stehe ich hier vor dem alten Gebäude der Bundeszentralbank. Keine Panik, ich habe nichts Illegales vor, denn das Geld, das hier mal gelagert hat, das ist schon lange weg, das ist schon seit 2016 in Oldenburg. Bremen hat eine 120-jährige Zentralbank-Tradition, die mit dem Abbruch dieses Gebäudes endet. Die knapp 70 Mitarbeiter aus Bremen sind alle in ihre Wunschfilialen verteilt worden oder einfach in den Ruhestand gegangen. Warum wird abgebrochen? Das hat einen betriebswirtschaftlichen Grund. 2015 hat man alle Filialen überprüft und hat hier festgestellt, dass dieses Gebäude zu überdimensioniert ist für das, was hier gemacht wird. Also alles noch Oldenburg. Ich schnapp mir gleich erstmal unseren Polier. Der soll mir erstmal zeigen, wo ich die Tresore finde und die Tresorräume. Das ist bestimmt richtig interessant. In der Zeit zeige ich euch schon mal, wie es hier aussieht. Mitkommen bitte!